Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Ist Jesus Christus echt vertrauenswürdig? Diese Frage beantworten Millionen von Menschen mit einem konsequenten Nein und wollen mit Gott gar nichts zu tun haben. Selbst teilweise gläubige Christen fällt es in Krisenzeiten schwer, dem Herrn einen Vertrauensvorschuss zu geben. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Unsere Nöte, unsere Krisen und Verluste beeinflussen zu einem ganz großen Maß unser Glaubensleben. Manche Christen lassen sich trotz ihrer Probleme nicht einen Millimeter von ihren engen Beziehungen, gerade auch zu Jesus und zu Gott, abbringen. Aber ganz viele tun sich auch sehr, sehr schwer, Jesus über einen längeren Zeitraum einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Schon nach wenigen Stunden oder Tagen beginnt das Vertrauen in Gott so abzubröckeln und plötzlich schwirren da so Grundsatzfragen durch unseren Kopf, die eigentlich schon längst hätten geklärt werden sollen und die auch klar waren. Zum Beispiel, hat Jesus mich wirklich noch lieb? Warum lässt Gott das gerade jetzt zu? Wie soll ich diese Krise jetzt einordnen? Oder wird Gott sich wirklich um meine Probleme noch kümmern? Kommt Ihnen das bekannt vor? Als Bibelleser müssten wir es eigentlich besser wissen. Dutzende Glaubenshelden mussten dem Herrn in ihren Krisen einen Vertrauensvorschuss geben und das nicht zu knapp. Und jetzt kommt das absolut Krasse. Keiner von ihnen wurde enttäuscht, nicht einer. Nicht Mose und auch das Volk vor der Teilung des Roten Meeres, absolut nicht. Daniel damals in der Löwengrube genauso nicht und auch Paulus im Gefängnis nicht. Und ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele aufzählen. Wenn es um Vertrauen in Gott geht, ist die Bibel, Gottes Wort, nicht nur unmissverständlich, sondern auch sehr radikal. Psalm 5, Vers 12 sagt da, aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewig werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sie in dir, die deinen Namen lieben. Vielleicht sind sie gerade auch in Krisenzeiten und ihr Vertrauen in Jesus schrumpft immer mehr zusammen. Dann reden wir jetzt mal Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt, sind Sie heute bereit, dem Gott, der Ihr Leben gerettet hat, der für Sie gestorben und auferstanden ist, trotz Ihrer Umstände aus vollem Herzen einen Vertrauensvorschuss zu geben? Haben Sie den Mut zu beten, Jesus Christus, ich vertraue dir, auch wenn ich fast am Verzweifeln bin? Diese Frage müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, ja, seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.